Ich weiß, ich bin mit dieser Review relativ spät dran, weil der Film schon seit knapp 2 Wochen in den deutschen Kinos läuft. Aber dennoch möchte ich hier über Caroline Herfurths neuen Film sprechen, nämlich Wunderschön. Wenn eines in dieser Welt sicher ist, dann, dass jeder seine ganz eigenen Probleme hat und wir oft genug versuchen, unsere Unsicherheiten zu verstecken. Und so geht es auch Frauke, die rund um ihren 60. Geburtstag einfach nicht zufrieden mit ihrem Körper ist und an ihrem Alltag sowie Ehe jegliche Leidenschaft vermisst. Ihre Tochter Julie wiederum ist Model und droht zwischen all der Oberflächlichkeit ihrer Branche und dem Kampf um Aufmerksamkeit psychisch zu zerbrechen. Ihr Bruder Milan ist währenddessen gerade erst befördert worden, doch der Haussegen mit seiner Frau Sonja hängt schief, weil Mutter mit 2 Kindern zu sein und nicht mehr ein eigenes Leben zu führen, sie vollkommen überlastet. Sonjas Freundin Vicky wiederum kann dem Gesamtkonzept Beziehung so gar nichts abgewinnen, während Vickys Schülerin Layla bevorzugt, schweigsam durch die Welt zu gehen und am liebsten unsichtbar wäre. Wunderschön geht 132 Minuten, ist ab 6 Jahren freigegeben und läuft bereits seit dem 3. Februar 2022 in den deutschen Kinos und wird dort auch recht gut vom deutschen Publikum besucht, ist ein Drama und der neue Film von Caroline Herfurth, die unter anderem sich selbst hier inszeniert. Und sie hat mit Sweethearts, den habe ich leider nicht gesehen, aber vor allem SMS für dich gezeigt, dass sie nicht bloß wunderbar als Regisseurin debütieren konnte, sondern auch vor allem ihre Filme nicht nur immer an einer gewissen Oberflächlichkeit kratzen, wie es deutsche Romcoms, Komödien oder auch Dramen immer mal wieder gerne tun, sondern dass sie elegant durch die Zwischentöne des Lebens gleiten kann und dabei durchaus tiefe und Ernstmomente kreieren kann, genauso aber auch wie ihre ganz eigenen witzigen Momente, sodass ich ehrlich gesagt überrascht war, mich darüber sehr gefreut habe und auch deswegen gespannt war, Wunderschön zu sehen, auch wenn ich es erst relativ spät jetzt getan habe. Dabei ist es gar nicht ein Film, der so sehr auf Komödie setzt und ja, der ein oder andere Gag ist leider auch ein Rohrkrepierer aus meiner Sicht in Wunderschön, sondern sich mehr dem Drama widmet und die Geschichten einzelner Figuren, die episodenhaft, wie in einem Episodendrama mit einander eben verwoben sind und sie hier und da aufeinandertreffen, schon auch durchaus bis zu einem gewissen Punkt eskalieren lässt. Und damit bricht eine gewisse Ernsthaftigkeit durch. Und das liegt auch in weiten Teilen an einem Cast, der das gut auf die Leinwand bringen kann, sodass ich mir wunderschön dachte, nach einer gewissen Anlaufzeit und über 2 Stunden Lauflänge ist auch genug Zeit, um sich dem anzunehmen. Und unterm Strich fühlt sich der Film auch nicht so lang für mich an, was ein gutes Zeichen ist. Kommen wir dann aber zu 2 großen Kernproblemen aus meiner Sicht. Während der Film durchaus starke Momente hat und auch Momente, wo ich denke, ja, pack doch diese Themen an, weil gerade in einer Welt, in der wir zunehmend verunsicherter sind, wie soll man sich begeben, wie soll man sich bewegen, wie soll man sich verhalten, wie ist man denn heutzutage überhaupt in Anführungszeichen richtig, der Druck aus Social Media, Political Correctness, was bin ich denn noch selbst, habe ich noch ein Gespür für mich selbst, sollte man nicht dieses oder jenes tun und alles, was da draußen an Problemen auf uns wartet und eine Pandemie hat das sicherlich nicht leichter gemacht, ja, wir alle haben unsere Sorgen, wir haben unsere Ängste, wir haben unsere Probleme und sind manchmal sogar so einsam, dass wir mit niemandem darüber reden können oder wenn wir es nicht sind, uns nicht trauen, um nicht unsere Schwächen vielleicht sichtbar zu machen. Und genau da ist Wunderschön auch ziemlich stark, das eben aufzuzeigen. Steigt nicht unbedingt mit der stärksten Figur ein, weil mit Tina Gedeck für mich im Cast tendenziell mit einer der schwierigeren Performances abliefert, aber dazu gleich mehr ist es vor allem, und das sind die beiden Probleme, die ich meine, dass wenn der Film es eskalieren lässt bis zu einem bestimmten Punkt, er dann doch zu sehr zu einem Happy End für mich findet in den meisten Geschichten. Ich glaube, hier hätte man vielleicht doch etwas mehr Düsterheit, zumindest auf dem einen oder anderen Handlungsstrang stehen lassen können, weil das hätte vielleicht noch ein wenig mehr nachgewirkt in der Magengrube. Und es gibt so einen Kern-Message-Ansatz, wo dann irgendwann ein Voice-Over greift aus einem vorgelesenen Moment heraus, der im Grunde transportiert, Leute, wir müssen einfach anders sein. Wir müssen einfach vielleicht akzeptieren, dass wir sind, wie wir sind. Wir müssen einfach überwinden und uns damit ab- oder beziehungsweise offen und ehrlich umgehen und uns einfach vielleicht nicht dafür schämen, was wir sind. So ein wenig klang es zumindest für mich an. Aber genau dieses Einfache ist eben so kritisch, weil allein in Deutschland Millionen Menschen sind, die daran unglaublich zu knabbern haben, wo sich nicht wenige in Therapie begeben, um eben genau an solche Punkte zu kommen. Daran ist nichts einfach. Und ich finde, diese Message sollte man nicht einfach so einstreuen am Ende eines Films, weil damit macht man es sich dann so leicht, weil man eben Baustellen wie Drogenkonsum, die Sucht nach Aufmerksamkeit, das Vereinsamen in einer Ehe oder in einer Beziehung nicht mehr miteinander zu kommunizieren und zu sehen, wie vielleicht Kinder den Alltag so verändern, dass man sich einander entfremdet. Das sind alles Dinge, die passieren. Die passieren 10.000, 100.000, millionenfach da draußen. Und da spielt der Film immer wieder Stärken aus, bis er am Ende für mich einfach dann zu sehr abbaut bei der Message und da für mich dann auch in der Wertung leider ein wenig zu viel verliert. Nichtsdestotrotz sieht man, dass Caroline Herfurth ein feines Händchen hat. Fürs Inszenieren und auch für wirklich gute Bilder und gute Momente. Reden wir kurz über den Cast. Martina Gedeck als Frauke, so die Geschichte mit der
wunderschönen einsteigt. Eine Frau rund um ihren 60. Geburtstag, die einfach mit dem Mann nicht mehr kommuniziert, beziehungsweise sich nicht mehr gesehen fühlt. Und das Problem für mich ist so ein bisschen das Momentum, sich nicht gesehen zu fühlen und dann wiederum eine Einsamkeit, die dadurch resultiert und dann aber auch eine Entdeckung neuer Leidenschaft. Das spielt sich für mich alles um so eine Mitte herum, dass es für mich etwas zu angestrengt wirkt, zu wenig aus sich heraus, und das fällt deswegen eher auch ein bisschen schwieriger auf, weil andere im Cast für mich besser funktionieren. Wie eine Emilia Schüle als Julie, die eine gewisse Chemie mit einem Kind aufbaut und auch dieses Bild, was kreiert wird über Verlust und Eltern, auch der Druck, der dadurch resultiert, und eine Freundschaft, die sehr ungleich ist, aber auch eben eine junge Frau, die in der Mode-Modelbranche so sehr zerfressen wird von dem Druck, was man von ihr erwartet, special zu sein, anders zu sein, 1 Zentimeter mehr auf der Hüfte zu haben. Also die pure Oberflächlichkeit, und trotzdem, weil sie eben gesehen werden möchte, versucht dem nachzugeben und in Selbstoptimierung versinkt, bis sie irgendwann zerbricht. Und das ist eine spannende Figur. Und ich finde vor allem, dass Emilia Schüle das schafft, einzufangen. Da auch mit der Physis so reinzugehen und in die Kamera so leer hineinzugucken, dass ich dachte, oh cool, das mochte ich. Für mich getoppt von Nora Tschirner. Die spielt Vicky, ist eine Lehrerin, die mit Beziehungen nicht viel am Hut hat. Und während bei den meisten, wenn Witze eingestreut werden, die für mich ehrlich gesagt nicht sitzen und der Humor dann dadurch resultieren soll, dass es mal verzweifelt, mal laut ist und dadurch sich skurrile Situationen ergeben. Es ist vor allem Nora Tschirner, die mit ihrer kühlen Betrachtung über Liebe und dem Konzept Liebe und letztendlich mit dem Distanzieren, sich bloß nicht selbst zu committen, weil man dann verletzt werden könnte, schöne Momente hat, wo sie einfach mal ganz klassisch, typisch eigentlich jeglicher Rom-Com mit der Liebe so konfrontiert wird, dass man eigentlich schon weiß, ah, okay, was wird als nächstes kommen? Und sie reagiert dann aber so ganz anders. Und da muss ich sagen, Nora Tschirner ist sau cool, und ich finde, wann immer ich die auf der Leinwand sehe, die bringt eine ganz eigene Tonalität rein. Die hat zwar noch nicht unbedingt gezeigt, dass sie von dieser Tonalität extrem abweicht aus meiner Sicht in das eine oder das andere Gebiet, aber so viel habe ich auch von ihr nicht gesehen. Also ich muss jetzt zugutehalten, sie gefällt mir immer auf der großen Leinwand und bringt da vor allem aus dieser Figur der Vicky noch was richtig Starkes und Schönes raus, vor allem wenn sie auch mit ihren Schülern kommuniziert und mal Dinge fernab von dem Offensichtlichen versucht zu thematisieren. Womit wir schon bei die Lara Eilanzim wären als Laila, eine, die eben eine Schülerin ist, die versucht, so still wie möglich zu sein und die auch ein Stück weit dem Mobbing deswegen unterzogen wird, und was eigentlich ihr tiefergehender Konflikt ist, kommt leider zu spät im Film zu tragen. Das finde ich so ein bisschen schade, weil es so eine familiäre Background-Geschichte gibt, dann auch so eine Love-Interest-Geschichte, aber das wird so ein bisschen hinter den anderen Stories hinten angestellt, weswegen ich schade finde, dass diese Figur nicht schauspielerisch, sondern rein von der Screentime und der Einbindung zu weit für mich hinten unterfällt. Und dann hätten wir noch Caroline Herfurt und Friedrich Mücke. Caroline Herfurt selbst, die sich inszeniert als Sonja und Milan, die beiden. Eine Beziehung, wo quasi ganz klassisch die Kommunikation irgendwann zum Erliegen kommt. Die Dinge, die passieren in der Familie, in dem Fall Kinder und der Alltag, der davon aufgefressen wird, führen irgendwann dazu, dass man nicht mehr miteinander redet, dass man nicht mehr kommuniziert, dass man unglücklich ist, warum man unglücklich ist, was man sich für Änderungen wünscht und wie man das zusammen erreichen könnte. Da macht der Film einen ziemlichen Konflikt auf, wo ich denke, es passt irgendwie nicht. Vor allem seinen Partner vor vollendete Tatsachen zu setzen, wirkt dann auch sehr unerwachsen für jemanden, der schon auch relativ erwachsen erst einmal von der Verfassung dieser Figur inszeniert wird. Und da muss ich sagen, da haperte das. Wirkte für mich ehrlich gesagt etwas zu unrund. Aber dennoch im Cast, im Gros, die Figuren oft spannend und in den meisten Momenten auch wirklich relativ stark auf den Leinwand, wie ich finde. Die Kameraarbeit zum Glück nicht dieses bunt aufgedrehte, quietschige, was man sonst bei deutschen Rom-Coms wiederfindet. Das ist nun keine Rom-Com, sondern Drama, aber versinkt hier auch nicht in der absoluten Düsternis. Ich finde, da ist so ein nahezu neutraler Look drin und vor allem sich immer den Figuren und den Geschichten zugewandt. Ist das Szenenbild Berlin von Häuser, Wohnungen, Lofts, Hipster-Apartment bis hin zur Schule und einem Baseballplatz. Hat die Musik, ich mochte immer wieder einen ziemlich coolen Soundtrack, und auch der Score passt sich in den meisten Momenten wirklich gut an. Manchmal, wenn sich diese Melancholie oder eine Verzweiflung nicht ganz einstellen will, spielerisch, wird es mir mal einen Ticken zu viel. Das merkte ich ein oder zweimal. Ist Kostüm und Make-up den Figuren soweit angepasst und die Effekte Richtung, ich nehme an, Körpersuits sind wirken sehr handgemacht. Und an der Stelle gut, sage ich am Ende, dass ich bei Wunderschön mag, dass der Film immer wieder starke Themen anspricht, traut sich auch einzelne Situationen bis zu einem bestimmten Punkt eskalieren zu lassen, geht dann aber nicht diesen letzten Schritt, glaube ich, den es vielleicht gebraucht hätte in der einen oder in der anderen Geschichte, statt alle doch sehr zu einem zufriedenstellenden Ende kommen zu lassen. Ich mag den Look in dem Film und auch, dass der Cast in meisten Teilen wirklich gut agiert. Er gibt nachher einen Film, der sich nicht anfühlt wie 132 Minuten. Letztendlich habe ich aber, wie schon gesagt, ein Problem mit dieser Message der
ein Stück weit Einfachheit, die transportiert wird, und eben, dass man den Film so ausgehen lässt, wie man ihn ausgehen lässt. Und weil man eben doch so wichtige und große Themen thematisiert, ist es wahrscheinlich schon aufgrund der puren Menge ganz klar, dass es nur eine gewisse Oberfläche gibt, an der man bleiben wird. Weil unter diesen Themen gibt es so einen extrem großen psychologischen Unterbau und so viel, worüber man einzeln ganze Filme machen könnte, dass man das, glaube ich, schon weiß, wenn man einen Film auf diese Art und Weise anpackt. Aber unterm Strich, Caroline Herfurth zeigt immer mehr, dass sie ein deutsches Publikum in die deutschen Kinofilme mit ihrer Art zu inszenieren locken kann, dass sie ein gutes Gespür hat für Zwischentöne und vor allem immer mehr, finde ich, eine eigene Handschrift entwickelt. Und das ist richtig cool, wenn jemand, der spielt, auf dem Regieposten so einen guten Wechsel vollzieht und sich dann auch selbst inszenieren kann, ohne sich selbst so sehr in den Vordergrund zu stellen. Und deswegen Chapeau. Wunderschön bekommt von mir 7 von 10 möglichen Punkten als Drama. Aufgrund dieser aus meiner Sicht doch starken Kritikpunkte komme ich bei 6 von 10 möglichen Punkten insgesamt raus. Bin aber gespannt, mehr von Caroline Herfurth in diese Richtung zu sehen. Und ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Reinschalten, denn wunderschön könnt ihr jetzt ja schon seit 13 Tagen in den deutschen Kinos anschauen, und wünsche euch ganz viel Spaß im Kino.